Weißt du, wie mächtig du bist? Weißt du, dass in dir wahre Größe steckt? Und weißt du, dass du bist ein Geschenk für diese Welt? Akuma Saningong sind meine Namen. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler, Schwerpunkt Biochemie, Biotechnologie. Ich habe sowohl in der Forschung als auch in der Industrie gearbeitet. Jetzt bin ich unabhängiger Wissenschaftler und Speaker wie die Kollegen Bruce Lipton und Joe Dispenza, indem wir die Wissenschaft, die Spiritualität und die Persönlichkeitsentwicklung verbinden, um dein volles Potenzial zu entfalten. In diesem kurzen Video erzähle ich dir aus der Sicht der Quantenphysik und der Epigenetik, wie du dieses Wissen nutzen kannst, um dein volles Potenzial zu hacken bzw. zu entfalten. Die Quantenphysik ist eine Physik von puren Möglichkeiten. Es ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Da sprechen wir von Elektronen, Protonen und Neutronen. Und wir alle bestehen aus diesen Teilchen. Interessant dabei ist, wenn wir ganz tief in das Atom, in den Atomkern gehen, es ist nichts da. Es ist ein leerer Raum. Und wie kann das erklären? Aber aus nichts sind wir entstanden. Als dieses Prinzip oder das Phänomen mir klar wurde, oder Tatsache im Grunde genommen klar wurde, ich habe gesagt, was heißt das für uns Menschen? Es heißt einfach, dass alles ist möglich. Es heißt einfach, dass es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Welt, die wir noch nicht wahrgenommen haben. Und um das wahrzunehmen, ist einfach offen zu sein. Es gibt so viele Unbekannten. Du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Das ist die höchste Stufe von Unbewusstheit. Es gibt ein Beispiel. Angenommen, dass du hast ein Auto, du musst nach Hause fahren nachts. Du hast nur die Windschutzscheibe des Autos und die Lichter des Autos. Das sind die zwei Dinge, die dich helfen, um nach Hause zu fahren. Und ich frage dich, heißt das, alles, was außer die Windschutzscheibe sind oder die das Licht nicht zeigt, existieren gar nicht? Sie existieren, aber es ist nicht in deinem Radar. Und so ist auch unserem Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, um unser volles Potenzial zu entfalten. Und vorausgesetzt ist, was im Zen-Buddhismus oder in der japanischen Kampfkunst, es gibt ein Konzept, wir sprechen von Shoshin. Shoshin heißt, sei ein Beginner, sei ein Starter, sei wie ein Kind, immer lernbereit sein, ohne Vorurteile. Wir sollen mehr Fragen stellen, weniger reden, mehr zuhören. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Dass wir sollen zwei Drittel der Zeit zuhören, als sprechen. Weil, wenn wir nur reden, wir können nichts lernen. Aber wenn wir zuhören, dann lassen wir, geben uns die Chance, was Neues in uns reinzukommen. Und so kannst du dein Potenzial entfalten. Mit so einer Einstellung. Auch diesen Satz, dass ich dir jetzt gebe, es kommt von Tilopa, einem buddhistischen Mönch, der vor 1000 Jahren in Indien gelebt hat. Er hat was sehr Profundes gesagt. Es hat mich sehr geprägt. Er meinte, du sollst einen Gedanken haben, der für alles und an nichts gebunden ist. Ich wiederhole, ein Gedanke, der für alles und an nichts gebunden ist. Hallo? Du kannst nur gewinnen. Du kannst nur davon profitieren. Als ich diesen Satz in mir imprägniert habe, mein Leben hat sich für immer verändert. Und es wird auch für dich auch sein, wenn das sonst der Fall ist. Jetzt geben wir jetzt in dem Feld der Epigenetik. Es ist die neue Wissenschaft, was Bruce und andere Kollegen das propagieren. Epi kommt von dem griechischen Wort, das heißt drauf. Es heißt Kontrolle über die Gene. Und was kontrollieren unsere Gene und unsere Biologie? Das sind unsere Gedanken. Und wie wir mit der Umwelt interagieren, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Weißt du, dass wenn du einen Bauplan
denselben Bauplan an vier verschiedene Architekten gibst, die würden dir vier verschiedene Häuser geben. Woran liegt das? Der Bauplan hat das Haus nicht gebaut. Jeder Architekt hat den Bauplan so verstanden, interpretiert. Und somit ist ein anderes Haus entstanden. Und das auch für uns, auch Menschen. Wir Menschen, wir sind 99,9% gleich. Egal ob schwarz, gleich, pink, braun. Es spielt keine Rolle. Genetisch, wir sind identisch. Aber wir führen verschiedene Leben. Manche sind traurig, manche sind happy, manche sind, ich weiß es nicht. Aber es hat zu tun, wie wir unser geistiges Eigentum nutzen, um unser Leben zu kreieren. Mit Epigenetik. Es heißt, eine gesunde mentale Hygiene, ein Lebensstil basiert von guter Ernährung und sportlicher Aktivität. Du kannst dein Leben jederzeit damit neu empfinden und ein Leben so leben, das du dir immer vorgestellt hast. Mit anderen Worten, die Epigenetik und die Quantenphysik, sie untermauert einfach die Spiritualität, die immer uns gesagt haben, dass unsere Gedanken kreieren unsere Realität. Wenn diesen Inhalt, dieses Video dir gefallen hat, ich freue mich auf deine Likes, teilst es mit deinen Freunden, diesen guten Botschaft, damit sie wissen, wie sie ihren Potenzial entfalten kannst. Schreib deine Kommentare. Ich nehme mir die Zeit, um alle Kommentare zu antworten. Und zu guter Letzt, wenn du mehr von dem Thema erfahren möchtest, dann sehen wir uns in Basel vom 6. bis zum 9. Oktober bei dem Find Your Flow Conference, ein Event für urbane Spiritualität. Ich freue mich schon auf dich.